Ich zeige dir jetzt eine super Übung mit dem Gymnastikball für einen sexy Hintern. Diese Übung nenne ich den Beckenlift mit Beinzug auf dem Gymnastikball. Der Gymnastikball verliert dir zusätzliche Instabilität, also ist deutlich anstrengender und schwerer, als wären die Füße auf dem Boden. Und mit dieser Übung kräftigst du die sogenannte Streckerkette, das heißt den unteren Rücken, den Po und die Oberschenkelrückseite. Es ist empfehlenswert, die Endposition eine Sekunde zu halten, bevor du wieder mit dem Ball zurückrollst. Und du kannst das Ganze auch statisch machen in der Schulterbrücke mit einer Armhackbewegung. Bewege die Arme möglichst steif und schnell vor und zurück, als würdest du etwas hacken. Und durch diese Hackbewegung aktivierst du die tiefe Rückenmuskulatur, die sogenannte autochthone Rückenmuskulatur. Das sind so kleine Muskelstränge, die an den Querfortsätzen der Wirbelkörper ansetzen. Man kann den Beckenlift mit Beinzug auch einbeinig durchführen. Das ist dann deutlich schwerer, als wären beide Füße auf dem Ball. Und in dem Fall merkst du es jetzt besonders in der rechten Oberschenkelrückseite und in der rechten Pobacke mehr. Und das linke Bein zieht entsprechend zur Brust. Dann wechselst du die Seite, legst den linken Fuß auf den Gymnastikball und rollst dann wieder zum Körper hin. Jetzt ist entsprechend die linke Körperhälfte mehr beansprucht. Das heißt, der untere Rücken auf der linken Seite, die linke Pobacke und die linke Oberschenkelrückseite. Das Ganze kann man auch statisch machen, einbeinig, dass du die Schulterbrücke hältst. Beide Knie sind dabei auf einer Höhe und der gesamte Körper befindet sich in einer Linie. Instabile Übungen wie diese bieten einen ganz besonderen Mehrwert für einen starken Rumpf. Diese Übung und noch 99 Po-Übungen mehr findest du übrigens auch in meinem Buch Sexy Hintern, dein 13-Wochen-Programm. Check es doch mal aus, gib mir dein Feedback, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!